Damit war alles andere erstmal beiseite geschoben. Und damit haben wir es bis heute noch zu tun. Die Auseinandersetzung im 21. Jahrhundert wird eine über die Zeit sein und sie wird eine darüber sein, und die wird auch in Österreich, wenn sie nicht anders, woanders anders bewältigt wird, als wie in Deutschland jetzt versucht wird durch Atomlaufzeitverlängerung, dass immer wieder Versuche stattfinden einer atomaren Renaissance und dann mit ganz anderen atomaren Technologien wie schnellen Brutreaktoren und so weiter, damit man die Uranreservenfrage besser lösen kann. Und deswegen ist die Schlüsselauseinandersetzung, wenn es um die Energieträger geht, schon eine, in der es um erneuerbare Energien oder Atom geht. Und das ist eine gesellschaftspolitische Auseinandersetzung. Dabei geht es um Strukturen. Und die Strukturfrage, die ist die politisch entscheidende, neben ökologisch entscheidenden Fragen. Aber zunächst mal hier der Unterschied: erschöpfende und sich nicht erschöpfende Energien. Als Grund für sich gesehen völlig ausreichend. Der zweite Unterschied, der ist der der Umweltfolgen. Hier die Chance, mit erneuerbaren Energien einer emissionsfreien Energieversorgung und auf der anderen Seite emittierende Energien, die also mit den bei der Energieumwandlung anfallen und bei der Förderung und bei dem Transport anfallenden Schadstoffen inzwischen zu einer globalen ökologischen Katastrophe, also zur Bedrohung der Funktionsfähigkeit der Ökosphäre geführt haben und damit allen Lebens, wie wir es kennen, und auch für sich gesehen wiederum ein ausreichender Grund, den Energiewechsel herbeizuführen, ein Grund, der über das Klimaproblem hinausgeht. Denn wenn es kein CO2-Problem gäbe, gäbe es noch zahllose, in allen Regionen vor Ort auftretende Umweltfolgeschäden für Menschen und Natur, die wiederum begründen können, warum wir den Wechsel zu erneuerbaren Energien unmittelbar und unverzüglich vollziehen können. Das sind die beiden Unterschiede. Das sind die beiden Unterschiede. Aber jetzt komme ich zum Politischen. Zum Politischen. Der Politische hängt mit den Energiequellen selber zusammen. Und nur der erkennt, macht erkennbar, warum sich so viele Regierungen wie Wirtschaftsunternehmen, allen voran die Energiewirtschaft, so schwer tun mit dem Energiewechseln und den so lange aufrecht aufhalten wollen, so wie es irgendwie möglich ist, und ihre Strukturen aufrechterhalten wollen. Denn mit erneuerbaren Energien droht eine strukturelle Revolutionierung, droht Ihnen eine strukturelle Revolutionierung der gesamten Energieversorgung. Und deswegen sind alle, die davon ablenken, durch sogenannte Win-Win-Konzepte, alle würden dabei gewinnen, schlicht und einfach nicht wahr. Es wird der größte Strukturwandel seit Beginn des Industriezeitalters ausgelöst durch den Wechsel zu erneuerbaren Energien. Und es gibt keinen Strukturwandel dieser Breitenwirkung, der ohne Verlierer und ohne Gewinner vonstatten geht. Und die potenziellen Verlierer wollen eben dieses Verlieren um ein paar Jahrzehnte aufschieben. Das ist der eigentliche Hintergrund. Aber warum sind sie die Verlierer? Das hängt eben damit zusammen, dass es kein energiequellenneutrales Energiesystem geben kann. Das ist physikalisch, technisch unmöglich. Und deswegen haben wir es eben nicht mit einem objektiven Energiebereitstellungssystem zu tun, das irgendwelchen objektiven ökonomischen Gesetzmäßigkeiten folgt, sondern mit einem, das zugeschnitten ist auf die Energieträger, die im letzten Jahrhundert im Vordergrund standen. Das ist weltweit mehr und mehr die fossile Energie geworden und in etwa 30 Ländern die Atomenergie. In Österreich wurde der letzte Schritt durch eine Volksabstimmung im Jahr 1979 unterbunden. Trotzdem gibt es immer noch einige Österreicher im Wissenschaftsbetrieb, die hoffen, dass es vielleicht mal irgendwie wieder losgehen könnte, auch in Österreich mit der Atomenergie zu beginnen. Aber ich glaube, sie werden keine Chance haben. Nun, was ist der strukturelle Unterschied? Der strukturelle Unterschied ist vorgegeben, dass eine energiesoziologische Grundbefindlichkeit der Energiequelle ist vorgegeben von dem Energiefluss der Quelle, die man nutzt. Wir haben oder man hat nur eine Entscheidung, wenn es um Energie geht. Das ist die Entscheidung über die Energiequelle selbst, solange man die Wahlmöglichkeit hat. Nach der Entscheidung über die Energiequelle bestimmt die Energiequelle, ob wir es wollen oder nicht, ob wir es wahrnehmen oder nicht, bestimmt die Energiequelle, was zu tun ist,
an technischen, organisatorischen, infrastrukturellen, finanziellen Aufwand und welche Wirtschaftsformen sich herausbilden, um diese jeweilige Energie verfügbar zu machen für den Energieverbrauch. Energieverbrauch, Energiekonsum ist immer dezentral. Energie wird bereitgestellt für Menschen dort, wo sie arbeiten und leben. Wo es mehr sind, eben mehr, wo weniger leben, eben weniger. Das ist der Zweck einer Energieversorgung. Aber herkömmliche Energien finden wir neben all den Umweltproblemen und den Erschöpfungsproblemen, finden wir nur an relativ wenigen Plätzen der Welt und im Zuge der nahen Erschöpfung werden die Plätze immer knapper. Weil es hier um Weg vom Öl geht, als Überschrift, 60% der Jahreserdölförderung der Weltwirtschaft kommt von nur 40 sogenannten Giant Fields, nur 40 Großquellen in weniger als 15 Ländern. Und das ist existenzielle Abhängigkeit, die selbst wenn es kein Umweltproblem geben würde, unerträglich ist für die Lebensfähigkeit einer Volkswirtschaft. Sie hängen sich, alle Volkswirtschaften, die dies weitermachen, hängen sich an die Strippe einiger weniger multinationaler Erdölkonzerne oder Gaskonzerne und teilweise von ihrem politischen System her sogar größtenteils höchst zweifelhafte Förderländer. Und das ist politisch unerträglich. Politisch völlig unerträglich. Es ist ökonomisch völlig kurzsichtig. Völlig kurzsichtig. Und der Energiefluss von den wenigen Förderplätzen bis ins letzte Dorf, wo diese Energie noch nachgefragt und gekauft werden kann, der Energiefluss bestimmt das Energiesystem. Dieser Energiefluss, die Energiequelle, wählt die Technik aus. Sie wählt die Infrastrukturen aus, die bereitgestellt werden müssen, die Organisationsform, um die Energie vom Förderplatz zu den Leuten zu bringen. Bei erneuerbaren Energien haben wir es mit einer anderen physikalischen Eigenschaft zu tun, das heißt andere Energiewandlertechnologien, das heißt Technologiewechsel. Wir haben es nicht mit wenigen Förderplätzen an wenigen Stellen der Welt zu tun, sondern mit einer natürlichen Umgebungsenergie überall, in unterschiedlicher Intensität. Wo es in jedem Fall, überall, in jedem Quadratmeter dieses Erdballs ist, ist Sonnenwärme und Sonnenstrahlung. Wind ist nahezu überall. Wasserkräfte nicht überall, da gibt es geografische Differenzen. Aber es ist Bioenergie überall, wo angebaut werden kann. Wenn man es nachhaltig macht, sonst ist es ja keine echte erneuerbare Energie. Das heißt, wir haben es mit einem Potenzial zu tun, das dezentral von der Natur angeboten wird. Für einen stets dezentralen Energiekonsum. Und deswegen ist eine der kommenden strategischen Differenzen, die heute diskutiert werden müssen, damit man keine falschen Wege einschlägt. Warum eigentlich jetzt unbedingt der Versuch gemacht werden soll, etwas, was von der Natur dezentral angeboten wird, für den dezentralen Energieverbrauch, zwischendurch erstmal zu zentralisieren, also einen Umweg zu erneuerbaren Energien zu gehen, statt einen direkten Weg zu erneuerbaren Energien, der autonomere ist, der demokratischere ist, der ökologisch angemessenere und der ökonomisch effektivere sogar ist, was ich noch kurz beschreiben werde. Das heißt, die Energiequelle bestimmt das Energiesystem, ob man es will oder nicht. Es ist nicht möglich oder es ist ein Aufschub zu unerträglich unnötigen Kosten. Wenn man jetzt das heutige Energiesystem aufrechterhalten wollte in seinen Strukturen, das zugeschnitten ist auf die herkömmlichen Energien und lediglich die Energiequelle auswechseln wollte und durch dieses System schleusen zu wollen, das geht nicht. Oder es macht es sündhaft teuer. Wenn also immer gesagt wird, erneuerbare Energien rechnen sich nicht oder sie seien nicht effizient, muss man immer die Bezugsfrage stellen. Erst dann kann man eine adäquate Antwort geben. Für wen rechnet es sich nicht? Für wen ist es nicht effizient? Man muss den Bezug herstellen und zwar möglichst den Bezug zur Gesellschaft. Und dann kommt die Antwort ganz anders. Dann läuft sie automatisch anders. Der Wechsel zu erneuerbaren Energien ist, und da kann jeder an diesem Wechsel, da braucht man keine Energieexperte zu sein, absehen, ob es gut oder schlecht ist und für wen vor allem es gut oder schlecht ist, ist einer von zu importierenden Energien zu heimischen Energien.